Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now. Take your big steps now. Join me on this journey to success. Take It From The Iron Woman, we only have special guests. And again, today we are switching into the beautiful Swiss German. You better learn the language fast because it's an amazing person who will be joining us today, Sandra Meissen. We'll still have her information in the show notes, so check her out and we need to support her. Und jetzt, wo ist Sandra heute? Ja, wieder, also vielmal im Leben ist es halt auch so, also bei mir ist es so gewesen, dass ich finde, wenn du etwas machst, dann solltest du dich eigentlich voll dann engagieren für das. Und so habe ich es irgendwie auch gelernt, dass man sich engagiert für die Sache. Man verbringt ja auch viel Zeit mit dem. Ich habe immer geschafft und mit eigentlich Begeisterung auch geschafft. Die Idee war eigentlich, als wir zurückgekommen sind, dass ich ein paar Mandat würde ich machen. Eins habe ich noch von China her mitgebracht in einem Verwaltungsrat. Und für ein zweites bin ich auf dem Weg gewesen. Und dann ist es halt wieder anders gekommen. Und es hat sich ergeben. Also wir sind in Chur angekommen und ich habe gewusst, dass es im Mai sollte Wahlen geben in der Stadt Chur und habe dann mal gesagt, ich würde mich zur Verfügung stellen als für eine Gemeinderatsliste. Das ist das Parlament, das ist pro Ort. Da braucht es ja immer einen Haufen Kandidaten. Mhm. Auswahl, damit dann ein paar gewählt werden. Und dann kurzfristig, gerade etwa einen knappen Monat, nachdem wir zurückgekommen sind, ist jemand von diesen drei Regierungsmitgliedern zurückgetreten. Ja, eigentlich nicht ganz erwartet vor der Amtszeit. Also eigentlich, er hätte noch mal 4 Jahre können kandidieren. Und dann hat die Partei, wo ich für sie engagiert bin, das ist die CVP, gefragt, ob ich bereit wäre, zum kandidieren. Ich habe dann gesagt, ich habe mir das eine Woche überlegt, das natürlich auch besprochen mit der Familie, und habe gesagt, eigentlich schon. Aber ich würde das vor allem auch machen, wenn ich noch Unterstützung von anderen Parteien würde kriegen. Und weil ich bin eigentlich in der Exekutive, also in der Regierung, ist Partei eigentlich weniger wichtig als Persönlichkeit, glaube ich. Wir müssen ja die Personen miteinander in der Schweiz in einem Kollegium schaffen und auch in einer Kollegialität dann quasi die Entscheidungen vertreten. Und im Parlament hingegen sind wahrscheinlich Parteien eher wichtiger. Und mir, glaube ich, persönlich sagen, Alten und Themen etwas erreichen und erarbeiten eigentlich mit. Und habe dann zugesagt und dann bin ich in den Wahlkampf eingestiegen. Das ist mein erster Wahlkampf, den ich gemacht habe. Es hat 2 bisherige gehabt und für die dritte Position sind wir dann 3 interessante Kandidaten. Und das war auch ganz eine spezielle Erfahrung. Also erstens einmal habe ich viel gelernt. Ich habe bin ich nicht sehr aktiv auf Social Media. Ja. Dort gelernt, das hat man mir ins Herz gelegt. Dann habe ich müssen auch Webseiten machen. Man muss ja das Produkt, das man eigentlich bewirbt, ist man ja selber. Das hat mir am Anfang auch Mühe gemacht, muss ich sagen. Ich kann gut auf die Sprache stehen und sagen, Vati ist eine gute Sache. Oh, ich bin engagiert für das Kinderspital in Bethlehem, ist eine gute Sache. Aber sagen, ich stelle mich zur Verfügung, würde ich das gerne machen. Es gibt gute Gründe, um mich zu wählen. Das finde ich eigentlich. Interessant. Es ist man sich auch nicht so gewöhnt. Und dann ist die Spezialität jetzt auch in dem Wahlkampf ist natürlich, dass Anfang März ist alles zusammengebracht. Der ganze Schwung eigentlich, den man hatte,
ist zusammengebrochen, weil wir in einem Lockdown hatten, der total war. Es hat keine Veranstaltungen mehr gegeben. Das hat mir auch gewisse Sorge gemacht, weil das eigentlich verunmöglicht hat, auf Leute zuzugehen. Also im ersten Moment war es auch nicht mehr wichtig. Nachher sind dann die Wahlen verschoben worden auf Ende September. Und wo man dann im Juni langsam sich da wieder aus dem Schneckenhaus gewagt hat, oder, ist dann die Frage natürlich gewesen, ja, wie gehen wir jetzt das, also wie gehen wir das an, oder wie komme ich eigentlich zu den Leuten? Weil es hat natürlich ein Kriterium gegeben, ich bin zwar in Chur aufgewachsen, habe sicher einen guten Rucksack mitgebracht als Juristin und Betriebswirtschaftlerin, habe auch gute politische Erfahrung gehabt, wie Regierungen funktionieren, von Bern bei den Kantonsregierungen. Aber ich bin etwa 25 Jahre nicht mehr in Chur wohnhaft gewesen. Meine Familie war zwar da gewesen und ich bin auch immer wieder im Kontakt gewesen, aber nicht mehr wirklich da und habe auch nicht alle die lokalen aktuellen Gegebenheiten kennt. Und die Frage war von mir aus gesehen, ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Manche haben das als Nachteil wahrscheinlich gewertet oder haben das auch wollen so verstanden haben. Ich meine Konkurrenz. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Vorteil, weil man ist nicht überall drin verhangen. Man kennt nicht alle Geschichten und man ist relativ unvoreingenommen und kann vielleicht auch etwas Neues hinbringen. Ja. Und wir sind sehr viel auf die Straße gegangen. Denn das war dann die Entscheidung. Wir gehen auf die Straße mit den Leuten reden. Ich stelle mich vor, ich höre, was sie für Anliegen haben. Und am Schluss ist das dann gelungen, Ende September. Doch überraschend, ich habe schon eigentlich mit meiner zweiten Wahlgang gerechnet, gehofft, dass es reicht für eine zweite. Aber ich bin sehr dankbar gewesen, weil die letzten gut zehn Jahre sicher ist, sind nie drei Stadträte im ersten Wahl gelungen. Und voilà, und heute habe ich meinen ersten Stab. Das ist unheimlich. Also zuerst mal eine herzliche Gratulation. Und ich habe natürlich Sandra immer auf Social Media verfolgt, was etwas Neues war, aber schon schön war, um zu sehen, was da alles passiert ist. Und ja, jetzt heute ist der erste Arbeitstag. Sandra nimmt sich noch Zeit, mit mir zu reden. Und ein Artikel, den ich auch wieder teilen werde, ist eine, die in Chur fördern und fordern will. Das ist ein schöner Titel. Was musst du fördern und was tust du fordern? Also ich denke, Chur ist eine Stadt, wo unterschätzt wird langläufig. Sie hat ein riesiges Potenzial, mindestens aus drei Gründen. Erstens einmal hat es eine wahnsinnig hohe Lebensqualität. Wir haben im Unterschied, ich habe doch in mehreren Städten, auch in der Schweiz gelebt, das Klima ist sehr gut, Naherholungsgebiete sind gut, man hat einen eigenen Skilift, weil die Hauptstadt in Chur kann das sagen, dass sie eine Gondel hat, hochgeht. Es hat ein reichhaltiges kulturelles Leben. Ich bin selber überrascht. Es hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahren. Und zwar einerseits profimässig, aber auch amateurmässig. Es hat zum Beispiel 27 Chöre, es hat etwa drei Theaterstätten. Es hat auch gute klassische Musik. Und es ist wirklich. Es hat eine Spraykultur, die legal ist, zum Beispiel. Also, es hat wirklich sehr interessante Aspekte, muss ich sagen. Und ich glaube, die Positionierung von Chur als attraktive Stadt und das Potenzial mithelfen zu entwickeln, das würde ich eigentlich gerne machen. Das heisst, insofern fördern. Und fordern bedeutet für mich dann natürlich Gegenseiten. Also, man muss dann auch einfordern. Das gilt eigentlich beim Führen von Leuten für mich. Also, Leute fördern, aber auch etwas einfordern von den Leuten. Das hat mich auch ein paar Mal gefragt, ja, was haben Sie denn für einen Führungsstil und wie leiten Sie denn? Also, viel von dem Führungsstil kommt sicher aus der Pfadi. Ich habe dort natürlich als Jung schon Gruppen und dann später größere Projekte oder einen ganzen Verband geleitet. Aber dort hat man einen gemeinsamen Stil. Das ist, muss ja in einer Verwaltung nicht unbedingt sein. Aber ich denke, es ist wichtig, dass Kompetenzen und Zuständigkeit klar sind und dass man ein gewisses Vertrauen gibt, eine Offenheit
einfordert und aber auch Qualität und einfordert, dass es vorwärts geht. Und was mir noch persönlich auch wichtig ist, ist natürlich, dass man ein bisschen über den Garten herausschaut. Ich habe ein Beispiel gesehen, wo man vielleicht noch mehr auf Bundesebene, je mehr man entfernt ist von den Leuten, wo ich gesehen habe, dass einfach das Gärtli-Denken relativ stark verhaftet ist. Und ich glaube, das muss man eigentlich überwinden, weil wir da, ich habe heute keinen Arbeitsvertrag, oder? Ich bin geschaffen ohne Vertrag. Das hat man nicht. Eigentlich das Mandat, das man hat, hat man vom Volk, wenn man das ein bisschen pathetisch will sagen. Das verpflichtet auch. Ich glaube, Chur ist in guten Händen mit der Sandra. Bevor wir aufgenommen haben, hast du mir gesagt, also Chur hat 40'000 Einwohner, 3 Sprachen, ist ein Sechstel von der Schweiz mit 200'000 Einwohnern, also der Kanton Graubünden. Und was auch noch interessant ist, 1 Stunde 15, hast du gesagt, ist man in Zürich mit dem Zug. Also wenn man denkt, Zürich ist die grosse Stadt, also ist nicht weit weg. Und wir, die in New York wohnen oder gewohnt haben, 1 Stunde geht im Nu vorbei. Also das kann man ein Buch nehmen oder irgendetwas sonst lesen. Und dann ist man nur kann man plötzlich in der grossen Stadt. Ja, das denke ich. Also das denke ich auch. Und das ist auch eine von den Qualitäten eigentlich. Oder wenn man das noch spitzer will sagen, also in einer Stunde und 15 Minuten ist man in Zürich, aber in 2,5 Stunden ist man auch in München oder Mailand. Oder? Das muss man schon, also wenn man den Horizont noch ein bisschen will öffnen, dann ist eigentlich Positionierung halt, wo man sich vielleicht öppen einen Rand selber gesetzt hat, ist gar nicht so randständig, oder? Sondern es hängt ein bisschen von Perspektiven ab. Und das wäre mir eigentlich auch ein Anliegen, dass Bewohnerinnen und Bewohner von Chur selber sich auch ein bisschen Selbstbewusstsein entwickeln, um sich selber wieder ein bisschen ins Zentrum zu rücken. Also, wenn ich jetzt nächstes Mal in der Schweiz bin, von Thun nach Chur, hat man in dem Fall 3 Stunden. Ja, ich glaube, genau. Dann ist das eine Tagesreise in dem Fall. Ja, also, nicht einmal. Ja, das ist super. Ist herzlich willkommen. Danke vielmals. Ja, ich kann mir sicher schauen. Ich glaube, ich war einfach nur einmal in Chur. Wenn man im Berner Oberland aufwächst, ist natürlich das Graubünden weit weg. In dem Fall, wenn man die Zugverbindungen sieht, ist es nicht mehr so weit weg. Also Sandra, vielen, vielen Dank. Und ich Danke. Wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg. Und die Webseite ist in der Shownote. Und vielleicht hören wir ja in 6 Monaten noch einmal und sehen, wie es in Chur geht und wie es der Sandra und der Familie geht. Also viel Glück. Herzlichen Dank, Susanne. Dir auch eine gute Zeit. Ja, danke. Danke vielmals, Sandra. Wow, das war super, endlich wieder mal mit ihr zu reden und nach ihrem ersten Arbeitstag in Chur. Take it from the Iron Woman. We have episodes every Monday, every Wednesday. Chime in, subscribe on your preferred channel. And leave us a comment. And Take It From The Iron Woman is also a book. Get it on Amazon. It's an ebook or a paperback. And coaching for you is also available. Don't miss out. Now is the time. If not now, then when? Thank you so much. See you next time.